Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit unserer Serie Good Luck 2021 und wir schauen mal, welches Modul wir heute bearbeiten. Im letzten Video haben wir Navstones näher angesehen und von nun an werden wir uns von oben nach unten arbeiten. Das heißt, heute macht den Beginn hier Lockstar. Der Name sagt es bereits, es geht hier um den Lockscreen. Noch ist alles ausgegraut, Wir haben hier oben die drei Punkte, steht ein About Lockstar. Ich denke, das brauchen wir nicht, denn wir werden uns das jetzt gemeinsam erarbeiten. Also aktivieren wir das Ganze mal, indem ich auch richtig drauf drücke. Genau. Jetzt sind wir nämlich auch in Farbe unterwegs. Und wir sehen hier bereits unseren Lockscreen und haben hier unten die Möglichkeit, den zu bearbeiten. Edit Portrait Lockscreen, Edit Landscape Lockscreen und Lockscreen Timeout. Also wir machen den Anfang mit dem Portrait. So sieht der jetzige Lockscreen aus bei mir und wir haben hier die Meldung. Wir können das Ganze automatisch Also wir können das Layout automatisch erstellen lassen oder aber wir gehen hin und machen es manuell. Hier steht's: Try to tap and move. You can place this where you want. Got it. Das heißt, ich könnte jetzt hingehen, das zum Beispiel ganz in die obere rechte Ecke setzen oder ganz wild hierhin. Völlig freigestellt. Kann ich machen, was ich will. Oder aber die Benachrichtigung. Ich kann sie hier nach oben ziehen. Hier, Kamerasim, Infotext, also all das, was jetzt, das kann ich jetzt, genau, kann ich überall hinziehen. Na, diese Shortcuts sind fest, da kann ich leider nichts dran ändern, außer man klickt drauf und dann kann man die Belegung ändern, aber die Positionierung nicht. Das bleibt immer dort, ich krieg's nicht eingefangen. Und jetzt räumen wir das Ganze mal auf, sagen Auto-Layout. Gucken uns mal an, wie das Ganze jetzt hier ausschaut, was wir da jetzt gemacht haben. Da ist die Uhr und Benachrichtigungen würden jetzt von oben runter klatschen. Ne? So, jetzt räumen wir das Ganze aber mal auf. Okay, wir gehen hin und ziehen das Ganze nochmal runter. Denken wir auf diese Position. Infobenachrichtigung soll nach unten. Die Uhrzeit soll wieder an normaler Stelle. Und ihr seht auch schon diese gestrichelte Linie. Das heißt, es ist zentriert. Die Benachrichtigung hier ziehen wir auch runter. Sollen hier bleiben, verweilen. Jetzt können wir hingehen. Das ist die Positionierungsreiter. Das ist der Reiter für die Positionierung gewesen. Jetzt können wir aber auch hingehen und einen Hintergrund auswählen. Da haben wir einige zur Verfügung. Ja. Einiges Schönes dabei, definitiv. Was ist das? Wow. Sieht gut aus. Genau. Das war's. Nehmen wir wieder so ein eintöniges bzw. zweitöniges, damit wir das besser sehen können. Jetzt können wir auch den Stil der Uhr anpassen. Nehmen wir mal an, ich habe keine Lust mehr auf das Vertikale, sondern will es horizontal haben. Dann kann ich das auch tun oder eine Analoguhr anzeigen lassen. Und da haben wir wirklich eine ganz, ganz große Auswahl. Hier seht ihr es. Oh ja, hier ein Lego-Männchen. Passt ja zur Debatte, oder? Ich müsste jetzt korrekterweise sagen Klemmbausteine. Hier haben wir auch diese Uhr oder für Autofanatiker hier ein Tacho. Na komm, belassen wir es mal beim Tacho. Ich kann sie auch vergrößern, die Uhr, wenn ich mal treffen würde. Genau. Und dann können wir jetzt noch Items auswählen. Das heißt, das ist richtig gut. Face Widgets können wir hier an- und abwählen. Ihr seht es, dann verschwindet es. Musik Widget
können wir hier an- und abwählen. Lock-Icon. Das macht jetzt nichts. Der Hilfetext, der hier, der verschwindet dann. Ja, der ist dann weg. Die Statusbar hier oben können wir da oben würde sie dann hier ein- und ausgeblendet. Shortcuts. Das ist jetzt das Coole. Passt mal auf, was jetzt passiert. Das ist jetzt hier die erste Option, Shortcuts. Ich kann sie aber auch nach oben hin aufstapeln, von links nach rechts. Oder auf der linken Seite von oben nach unten. Oder überhaupt nicht. Jetzt passt auf. Das ist die Standardkonfiguration. Das ist die von unten rechts nach links. Das hier gefällt mir. So, und jetzt können wir hingehen und hier einige reinsetzen. Jetzt haben wir wirklich nur als Beispiel, nehmen wir mal die Einstellungen, nehmen wir den Play Store, nehmen wir Google Maps. Und dann seht ihr schon, wird es so aufgefächert. Tun wir mal speichern. Genau, das wäre jetzt unser neuer Lockscreen. Wir sperren das Gerät mal. Jetzt entsperren wir es. Passt auf. Das ist jetzt unser neuer Lockscreen mit dem Button hier. Nochmal. Wenn ich den jetzt anklicke, geht das Ganze nach oben. Und da können wir halt wirklich einige drauflegen und dann auch anwählen. Ja. Also, ihr habt hier wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr seht es, die Statusleiste. Ihr seht es, die Statusleiste ist auch ausgeblendet. Ganz, ganz cleanes Setup. Ich könnte die Position jetzt ein bisschen weiter nach unten setzen, also irgendwo hier, und ja, dann habt ihr einen ganz sauberen Lockscreen. Da dürfte für jeden etwas dabei sein. Das sind die Items. Wir gucken mal, wir können insgesamt 6 Stück da reinpacken. Und das war's für den vertikalen Lockscreen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, den horizontal einzustellen. Das heißt, all das, was wir eben gemacht haben, können wir natürlich machen, aber die Ausrichtung ist horizontal. Probieren wir das mal aus. Save. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Na? Okay, ist immer noch vertikal, warum auch immer. Das hat nicht ganz funktioniert. Das schauen wir uns nochmal an. Nochmal rein. Edit Landscape, Lockscreen, ja. So würde er aussehen. Und jetzt sagen wir Save. Ja, ist gespeichert. Na, das weiß ich jetzt nicht, warum das nicht klappt. Ich glaube, da muss man irgendwas festlegen. Irgendwas anderes. Lockscreen Timeout. Jetzt können wir hingehen. Dadurch, dass es eben ja immer so schnell ausging, sagen wir mal 15 Sekunden. Und dann haben wir die Möglichkeit, schön länger drauf zu schauen. Pass auf, jetzt dürfte es nicht so schnell ausgehen. Sondern jetzt haben wir endlich 15 Sekunden. Und ich finde dieses Hintergrund eigentlich ganz schön. Gefällt mir. Sagt mir zu. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Für unseren Thumbnail werden wir hingehen und uns einen Text reinsetzen, wenn das denn geht. Ja, und jetzt sehen wir hier unser sehr, sehr stark personalisierten Lockscreen. Passt mal auf. Hier oben haben wir immer noch unser Tacho. Und hier unten konnte ich jetzt eine Kontaktinformation reintippen. Da könnt ihr wirklich eintippen, was ihr wollt, und schon sieht es so schön aus. Ne? EOZM 4K. Und ein ganz, ganz sauberer Lockscreen mit personalisierter Nachricht. Was will man mehr? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Macht es gut und tschüss.